I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution featuring Crush 4389. Im letzten Part haben wir das große Ninja-Weltturnier abgeschlossen. Naruto hat wieder seinen Körper zurückbekommen. Und als Preis natürlich auch das letzte Stück des Gedächtnissteins von Meisha Naruto. Und ja, hat ihn natürlich, wie versprochen, das Juwel gegeben und hat ihn gleichzeitig ja auch endlich bekehren können, was Anerkennung bekommen betrifft. Doch gerade als er dann den Gedächtnisstein wieder zurückbekommen hat und also den Gedächtnisstein wieder vervollständigt hat und seine vollständige Erinnerung zurückgelangt hat, hat er sich in den neuen schwänzigen Modus verwandelt, welcher eigentlich der normale Mecha Naruto absichtlich entsorgen wollte, indem er den Gedächtnisstein zerbrochen hat, zerbrochen schon, und ihn ja verstecken ließ und sich selbst in den Ruhezustand versetzt hat, damit er nicht als Zerstörungsmaschine weiter sein Unwesen treibt. Und ja, jetzt ist er wieder frei und läuft amok. Und jetzt müssen wir ihn aufhalten. Ich muss ihn vor den anderen Ninjas finden. Halte durch. Aber wo könnte er jetzt nur sein? Das ist jetzt die Frage. Oh, wir haben einen ersten Rabattgutschein bekommen. Oder hatten wir den schon mal? Lotterielose gibt es wieder im Überfluss. Aber ich lasse jetzt die Items mal aus, weil das ist ja nicht so wichtig. Was eher wichtig ist, dass wir jetzt Meisha Naruto finden. Wo könnte der jetzt stecken? Müssen wir jetzt wahrscheinlich durch die ganze Ninja-Welt reisen oder wie soll ich das jetzt machen? Vielleicht gibt es auf der Map... Auf direkten Wege. Hä? Hast du das gehört? Naruto ist mit Meisha... Das Zerstören nicht einverstanden, ist ganz allein gezogen. Wir sollen ihn finden und zurückholen, stimmt's? Ja, davon habe ich gehört. Wahrscheinlich haben alle anderen Ninjas diese Mitteilung bereits bekommen. Mann, das entwickelt sich zu einem echten Problem. Ich meinte, wie sollen wir ihn denn schnappen? Ja, aber ignorieren können wir einen Befehl, den wir halten haben, auch nicht so einfach. Ja, machen wir es einfach weiter. Also jetzt ist wohl all mit gegen mich. Erstmal muss ich das Konoha rauskommen. Oh oh. Okay, dann nichts wie los. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht stealthen müssen und uns vor den anderen Ninjas verstecken müssen. Das Konoha-Tor ist jetzt bereits in Reichweite, also schnell, schnell, schnell. Ich hoffe nur, die Ninjas werden sich jetzt nicht uns in den Weg stellen. Auf und davon, wir sind gleich da. Oh oh, da sind schon Ninjas. Ah ja, aber die wollen uns zum Glück nicht aufhalten. Die hätten uns aber schon bemerken müssen. Naruto! Hinata! Die haben Meisha Naruto entdeckt! Wirklich? Nachdem er durch die Welt gestreift ist, sehe ich jetzt in Richtung Festinsel. Schon wieder diese Insel, na gut. Warte, ich komme mit! Bist du dir sicher? Ja. Ich bin genau deine Mann, Naruto. Na gut. Los. Dann brechen wir direkt auf, Hinata. Wir müssen retten, das schnell. Ja. Ja, und wir haben die Festinsel gesehen. Und weiter? Jetzt muss ich das überspringen. Irgendwie haben wir es bisher geschafft. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ja, aber sehr vorsichtig, es sind noch andere Ninjas in der Nähe, wenn die uns entdecken. Ich weiß, falls das passiert, durch notfalls mit Gewalt. WTF. Okay, da brennt es. Da drüben, da steigt Rauch auf. Das sehen wir wohl besser an. Oh Mann. Und trotzdem gibt es ja noch einen Händler, der hier was verkaufen möchte. Natürlich. Ich an seiner Stelle hätte jetzt auf Einnahmen oder Umsätze geschissen und wäre jetzt mich hätte mich jetzt schon längst verpissen wollen. Oh Gott.
Die hat er anscheinend auch schon, versucht aufzuhalten und ja, sind gescheitert. Kann klar Gedanken fassen. Ich. Nein! Micha Naruto Streiter? Achso. Ja, sie haben Micha Naruto versucht aufzuhalten, aber sie haben keine Chance gehabt. Na gut, beeilen wir uns mal. Wir könnten aber auch in dieser Höhle jetzt gucken. Da konnten wir vorher gar nicht, oder werden wir da jetzt auch aufgehalten? Nicht der Ort, in dem ich strenges sage, ich muss ganz schnell finden. Naja. Ich glaube fast, dass ich dann die Ninja-Welt, den Ninja-Welt-Modus dann noch ein anderes Mal auswählen werde. Ich würde sagen, nach der Mission Naruto-Story werden wir dann die anderen Turniere auch noch durchmachen, von C- bis S-Rang-Turniere. Da müssen wir halt den Turniermodus öfters auswählen. Das habe ich da ein bisschen verschwitzt. Wahrscheinlich hätte man es mir schon in den Kommentaren geschrieben, aber ich nehme das ja in Voraus auf, deshalb weiß ich das jetzt noch nicht sofort. Aber ich habe glaube, dass das der Sinn dahinter sein wird. Oh je, der Weg ist auch blockiert. Ich muss mich beeilen. Alle Ninjas sind hier gescheitert. Sie sind alle schwer verletzt durch den Angriff. Was? Aber der Weg ist hier blockiert. Wo soll es denn auch sonst noch einen Weg geben? Hä? Warte mal. Achso, ja, genau. Dummdödel. Da ist der Rauch aufgestiegen. Und da muss ich jetzt auch weiter. Oh, geht schon los. Moment mal! Oh nein, ist das nicht Darui? Naruto Uzumaki, ich weiß alles über dich. Ich kann dich nicht weitergehen lassen, du wirst schon bleiben, bis die Dinge geklärt haben. Kommt nicht in Frage, dann bin ich weg eben mit Gewalt. Oh, Darui und sie. Mit Darui, der war schon ein cooler Charakter, den habe ich in Ultimate Ninja Storm 3 bei dieser einen Mission gespielt. Hohoho, das war vielleicht episch. Aber jetzt muss ich ausgerechnet gegen ihn antreten. Alter, das wird vielleicht was. Aber der ging wirklich ab. Das hat mir wirklich gefallen, diese eine Mission damals. Wo ich da so in 3D-Stage, in einer 3D-Action-Stage mich durchgekämpft habe. Warum ist das leider wieder das System weg? Vielleicht kommt das in Ultimate Ninja Storm 4 wieder zurück. Das wäre echt episch. Aber wahrscheinlich wird Ultimate Ninja Storm 4 dann auch nur für die Next-Gen-Konsolen exklusiv verfügbar sein. Aber wenn es für PC auch kommt, so wie schon jetzt Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst und dieses Spiel ist ja auch für PC rausgekommen, dann geht das ja noch. Weil ich habe einen Gaming-PC und der müsste ja auch mit dem Spiel zurechtkommen. Ich meine, GTX 660i Grafikkarte. Ach so, mit B-Knopf. Ach nein, Moment, das war nur... Was? YYB? Das ist der ultimative Angriff. Mit X ist es auch nicht. Unterstützungseinsatz. Ach so, ja, stimmt. Ich kriege ja die Hilfe von meinen Charakteren. Alter Schwede. Jetzt weiter. Ja, zack, zack, zack. Und nein. Ich kann nicht mehr tauschen. Aua, aua, ouch. Alter Schwede, und Tinate konnte mir da nicht helfen. Und ich brauche jetzt wieder Chakra. Und etwas Regeneration. Jetzt reicht's aber. Okay, Hinata, deine Hilfe wird jetzt benötigt. Oder auch nicht. Ah, oh, nein. Voll aufladen und schnell. Oh, warum kann ich den überhaupt steuern, wenn ich das Rasengan ansetze? Alter Schwede, wie der ausweichen kann. So, jetzt reicht's aber. Oh. Jawohl, Hinata, los. Oh nein! Nein! Das ist ultimativer Angriff, oder? Nein, jetzt hat er meinen Charakter versiegelt. Und nicht nur das! Ich kann jetzt auch nur noch zweimal das Tauschschutz einsetzen, jetzt reicht. Daneben! Fuck. Oh oh. Und ich habe auch nur noch begrenzt Chakra. Ich kann kein ultimatives Schutz einsetzen. Shit, ey. Aber jetzt ist das Siegel wieder weg. Jetzt reizt man dein scheiß Ninja-Werkzeug hier.
hier und zack, zack, bam. Gut. Zeit für einen ultimativen Angriff. Ich dachte zuerst, dass ich selber mal durch einen getroffen wurde. Yes! Okay. Und das ist wieder dieselbe Sequenz. Schade. Na gut, aber den Kampf hätten wir auch erfolgreich bestanden. Irgendwie sehe ich da auch ein leichtes Déjà-vu zu Sasuke, weil alle versuchen ihn, ja, jetzt, ja, zu bekämpfen und Naruto will das nicht zulassen und deshalb stellen sich deshalb Naruto in den Weg und, ja. Mit dem könnte man das jetzt auch vergleichen, wollte ich sagen. Ein leichtes Déjà-vu. Ich frage mich, ob Sasuke da vielleicht auch noch mitspielen wird. Ich hoffe es, ob da noch so ein Story-Element dazukommen wird, weil ich glaube, Misha Naruto Story reicht noch weit hin. Welche Stärke. Tut mir leid, ich muss weiter. Ja, okay, so viel mal dazu, aber wie schaut es eigentlich mit meiner Energie aus? Wie kann ich das Menü aufrufen? Wenn nicht, dass ich jetzt mit geschwächter Energie da in den nächsten Kampf gehe. Items. Vielleicht kann ich ein Bento einsetzen? Ich habe keins, stimmt. Oh je. Ich hoffe, dass das jetzt nicht bereuen werde, wenn ich da jetzt auf diese Stelle weitergehe. Ob ich da rein kann? Vielleicht ist er da drin jetzt aktuell. Nein, da nicht. Wo mag er sich jetzt bloß aufhalten? Ich hoffe, hier... Oh nein, nein, nein. Mitsukake und Sushi. Ja, jedenfalls die zwei der Kage, die wollen mich jetzt auch noch aufhalten, oder wie? Mataku. Wie ich dich kenne, gab es gar keinen Zweifel, dass du kommen würdest. Tsuchikage, Opa, willst du mich etwa auch aufhalten? Da kann man nichts machen, wir sind Kage und mehr richtet sich auf den Schutz unserer Leute. Deshalb müssen wir kämpfen, notfalls auch gegen dich, Naruto. Tja, mein Hauptaugenmerk richtet sich darauf, ihm zu helfen, also... Ich gegen jeden, der mir in die Quere kommt. Oh, weia, warum muss das eigentlich auch in einen Kampf ausharten? Ihr könnt ihr doch wenigstens helfen, weil ihr müsst es eigentlich schon Naruto. Okay, ich habe zum Glück volle Energie, aber ihr müsst jetzt schon Naruto genügend vertrauen. Die müssen eigentlich schon Naruto genügend Vertrauen geben können und wissen, dass er. Ja. Dass er das hinbekommt. Ihr könnt ihn wenigstens unterstützen, dass er, ja. Ihn wieder zum Guten bekehren kann. So war es ja auch bei Gaara. Er hat es auch geschafft, Gaara wieder zum Guten zu bekehren. Bei Sasuke ist es ihm noch nicht gelungen, aber das kommt vielleicht noch. Naruto gibt er da nicht an der Stelle auf und die wollen ihn einfach nicht. Die wollen es einfach nicht zulassen. Die checken das immer noch nicht, dass er in Wirklichkeit, dass er garantiert Leute wieder bekehren kann, auch wenn es noch so große Verbrecher sind. So. Und zack und bam. Ja, da kriegt Onoki eins auf den Deckel. Oh, ja, stimmt, die kann Lava erzeugen. So, hier, zack, 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 zack. Und bam, bam, bam. Ach. So, hier. Nein! Da gerate ich mitten in ihrer Lava-Attacke rein. Nein, ich wollte eigentlich das ultimative Jutsu nicht. Okay, wenn ich damit treffe, dann... Sollte ich mich nicht beschweren. Und zack. Bam. Oh, Atomexplosion vom Feinsten. Oh. Nein, nein, nein. Jetzt reicht's. Ah. Ja, da trifft er mich mit dem Angriff. Das wollte ich eigentlich einsetzen. Bam. Ja. Wie du mir, so ich dir. Zack. So. Rasengan. Oder Ultra Rasengan. Zack. Boah, das macht echt schon mindestens so viel Schaden wie ein ultimativer Angriff.
Seid schnell! Nein, daneben! Schnell, komm! Oh nein, da wird das ab! Nein, nein, nein! Nicht so schnell! So, zack! Da wollte er mich schon selber mit dem ultimativen Angriff treffen. Okay, ultimatives Jutsu-Abschluss. Ich wollte gerade sagen, kann ich die Szene überspringen, weil die sehen wir jetzt bestimmt noch oft. Viel zu oft. Yes, man. Genau. Yes, man, das haben wir auch hinter uns gebracht. Und diesmal besser als vorher. Ja, S-Rang. Geil. Ja, bei Darui habe ich mir ein bisschen angestellt. So hieß er doch, oder? Darui. Ich glaube, ich habe mal damals die Namen ein bisschen verwechselt. Das habe ich auch bei Ultimate Ninja Storm 3 so gemacht. Das war vielleicht ein Fail. Okay. Und weiter geht unsere Reise. Wer will sich noch in den Weg stellen, da erreichen wir dann endlich Mecha Naruto. Ich hoffe, wir erreichen den Kerl bald. Alter, gebrechlicher Mann. Also, Naruto Uzumaki ist... Das ist also Naruto Uzumaki, deine Kraft. Ja, ja, ich muss drehen weiter. Tja, wer will sich uns jetzt noch in den Weg stellen? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Mann, all diese Ninjas wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ach, auch nicht. Was machen dann die Ninjas hier? Ist er oben? Nee, ist er nicht. Schade. 1500 zu finden, das ist aber auch schon ein bisschen viel. Dachte auf den Baum. Ah, das ist nur ein Nest. Komme ich auch nicht dran. Na gut. Oh, das passt schon. Da gehen wir jetzt mal weiter. Wahrscheinlich an die Stelle, wo wir Mecha Naruto zuletzt gefunden haben. Was? Ja, wo denn? Hä? Wo muss ich denn lang? Also die Höhle ist es nicht. Ja. Ach da, da ist ja noch ein Weg. Okay. Hoch mit dir, Naruto. Oder bin ich da auch schon hergekommen, wo... die Kage angegriffen haben. Oh, oh. Stopp! Oh, nein! Der große Bruder vom... ja, Killer Bee. Warum stellst du dich aus dem Weg? Solch ein Übel droht die gesamte Welt. Das ist nicht der echte Mecha Naruto. Ich muss ihn retten. Was für ein Unsinn. Wie auch immer. Wir können dich nicht weitergelassen, also mach dich bereit. Ihr seid so blöd, wisst ihr das eigentlich? Na egal. Jetzt brauche ich aber keine Winche-Werkzeuge, das ist jetzt nicht notwendig. Ich muss das jetzt auch so hinbekommen, weil meine Energie wird immer nach dem Kampf komplett geheilt. Also, so schlimm ist das nicht. Und wenn ich mal verliere, dann kann ich nochmal den Kampf beginnen. Ich bin mal gespannt, wie jetzt der große Bruder von Killer Bee, Ei, oder spricht man den Namen so aus, so abgehen wird? So, zack und bam. Nein, nein, nein. Jetzt reicht's. Oh. Nein, nein, nein. Ah, verdammt. Jetzt reicht's aber hier. Zack, zack, zack. Und bam, bam. Und zack. Wachen schnippen. Oh ja, richtig. Das könnte ich auch noch machen. Naja, aber das geht bei mir aktuell noch nicht. Oh. Das reicht's. Ey. Fuck, jetzt ist er wieder in den Erwartmodus und ich kann ihn nicht angreifen. Fuck. Oh shit. Nein, geh weg. Ich wollte von ihm weggehen.
Alter Schwede. Jetzt reicht's. Komm ich? Nein! Oh shit. Nein! Oh Mann. Hier komme ich, ja. So, hier kriegst du eine aufs Maul. Du riesen Baby. Hier! Zack. Ja, das mit Hinata kann ich nicht wirklich kombinieren. Leider Gottes. Aber okay. Bam! Ultimativer Angriff. Mache ich gleich nochmal. Und beende ich es auch gleich damit. Bam! Ja. Der nächste Angriff und dann ist er down. Wahres Erwachen. Oh. Ultimatives Jutsu-Team. Das muss ich einsetzen. Come on. Nein, dreimal muss ich das. So, jetzt reicht's aber. So, komm. Yes! Im Team. Ja, das ist schon epischer. Okay. Oh. Oh yeah. Immer dieselbe Sequenz. Das ist doch auch nicht mehr schön. So. A ist down. So. Weiteren Kampf erfolgreich dominiert. A-Rang, ja. Passt schon. Puh, wenn wir Meisha Naruto jetzt jemals finden? Oder will sich noch jemand uns in den Weg stellen? Ich glaube, mehr als 3 Kämpfe könnten das jetzt nicht mehr sein. Mal schauen, ob sich jetzt noch jemand uns in den Weg stellen möchte oder nicht. Ach, Mann, die Ladezeiten, ey, die Ladezeiten. Das ist das Einzige, was mich auch an diesem Spiel ein bisschen nervt. Was für eine Schande. Ja, unglaublich, dass ich verloren habe. Noch ein bisschen. Ja, aber ob wir Meisha Naruto jetzt hier finden werden oder ob er sich noch uns jemand in den Weg stellen wird, erfahren wir dann im nächsten Part. Ja, an der Stelle cutte ich jetzt noch. Sorry für den Cliffhanger. Daumen hoch, wenn es trotzdem gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush for Defigatina. Bis zum nächsten Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.